Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heile deinen Körper und deine Seele. Der Podcast, der dir dabei hilft, den Kampf mit deinem Körper zu beenden. Mein Name ist Jackie Freitag und nachdem ich selber 13 Jahre mit diesem Thema gekämpft habe, freue ich mich heute so sehr, dieses Thema mit dir teilen zu dürfen. Und daher wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Freude bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ja, nach einer kleinen Pause freue ich mich darauf, die heutige Folge wieder mit dir zu teilen. Und ich möchte auch direkt ein ganz, ja, ich sag mal, sensibles Thema ansprechen, bei dem es ganz, ganz wichtig ist, dass du richtig knallhart ehrlich zu dir selber bist. Und zwar wird es in dieser Folge um die Opferrolle gehen, in die wir uns selber ganz gerne reinsetzen, weil wir sie schon vor vielen, vielen Jahren zu unserer Identifikation gemacht haben. Ja, und ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn du bereit bist, richtig knallhart ehrlich zu dir selber zu sein und du nach dieser Folge bereit bist, eventuell eine ganz neue Perspektive einzunehmen, dann kann sich sehr, sehr viel in der Beziehung zu deiner Essstörung verändern und du kannst die ersten Schritte in Richtung Loslassen gehen. Ja, dafür müssen wir einfach noch mal so ein paar Schrittchen zurückgehen. Und ich hole so ein bisschen, ja, ich greife noch mal ältere Themen auf, die ganz wichtig sind, dass wir einfach alle miteinander verknüpfen und erkennen, wie das ganze Thema einfach aufgebaut ist. Okay, dafür möchte ich jetzt, dass du dich gedanklich zu dem Punkt zurückbewegst, an dem du das Gefühl hattest, dass das Thema hier wirklich seinen Anfang gefunden hat. Ja, und ich möchte dazu auch sagen, es ist auch nicht mal unbedingt so, dass es ein Thema ist, was dir jetzt sofort in den Kopf kommt. Kann sein, muss aber nicht sein. Es ist ganz oft auch eine Verschmelzung verschiedener Themen, verschiedener Zeiten. Und es ist nicht immer so leicht zu sagen, wann die Essstörung oder wann das ganze Thema wirklich begonnen hat. Ja, wir können uns aber trotzdem gedanklich dahin zurückversetzen, an den Punkt, wo wir sozusagen das Gefühl hatten, jetzt hat sich das Thema wirklich sehr tief in meinem Leben verankert. Und hierbei geht es auch gar nicht um richtig oder falsch oder so. Es geht vielmehr darum, dass uns die Situation drumherum bewusst wird, damit uns nochmal ganz andere Themen bewusst werden, ja? Ja, also versuch mal gedanklich wirklich zu dem Punkt zurückzugehen, wo du das Gefühl hast, da hat alles begonnen. Und versuch auch mal emotional dahin zurückzugehen. Ja, und fühl dich mal für so ein Momentchen da wirklich rein. Und überleg dir jetzt mal, wie ging es dir zu diesem Zeitpunkt? Also war sonst in deinem Leben alles ganz, ganz toll und du warst unglaublich glücklich und alles war ganz rosarot. Ja, und wenn du jetzt mal überlegst und ganz ehrlich zu dir bist, dann war es mit höchster Wahrscheinlichkeit halt nicht so. Und wenn du meine anderen Podcast-Folgen schon gehört hast, dann hast du bestimmt auch schon reflektiert und erkannt, dass du dich zu diesem Punkt wahrscheinlich, dass es dir einfach nicht so gut ging, ja, dass du dich zu dieser Zeit vielleicht emotional sogar an einem Tiefpunkt befunden hast oder einfach generell viel unklar in deinem Leben war, vielleicht ist irgendwas passiert. Auf jeden Fall wirst du dich sehr wahrscheinlich an einem Punkt befunden haben, wo es dir gar nicht so gut ging. Und häufig ist es sogar so, dass wir uns in einer Art Ohnmachtssituation befinden. Ja, das bedeutet, dass wir uns in einer Situation befinden, die wir einfach nicht kontrollieren können. Ja, das könnte zum Beispiel sowas sein wie eine Trennung, ein Verlust, wie Mobbing, Streit zwischen geliebten Personen zum Beispiel oder auch alle möglichen anderen Arten oder andere Dinge im Außen, über die du einfach keine Macht hattest, sie zu verändern. Und wenn dir jetzt nicht sofort was einfallen sollte, ja, dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Dann kann es auch sein, dass das verdrängte Themen sind oder unverarbeitete oder unterbewusste. Und manchmal ist es sogar so, dass wir diese nicht mal als solche wahrnehmen. Ja, das heißt, wenn du auch hier wieder alte Folgen von mir noch nicht gehört haben solltest und du willst noch tiefer in diese Themen reingehen, dann hör sie dir auch unbedingt nochmal an. Vor allen Dingen die Folgen, wo ich über blutende Seelenwunden etc. spreche. Weil da wird auch nochmal klar, dass uns das halt häufig, die ganzen Zusammenhänge, dass die uns einfach nicht bewusst sind. Okay,
Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass es nicht notwendig ist, den genauen Ursprung zu kennen, um jetzt irgendwie Heilung zu erfahren. Ja? Wir nutzen vielmehr den Ursprung als Unterstützung oder auch als Brücke zum Heute, um eigentlich besser zu verstehen und zu erkennen, warum das Ganze so ist. Aber es ist, wie gesagt, nicht zwingend notwendig. Deswegen mach dich da gar nicht verrückt, wenn du da jetzt keine Antwort gerade drauf hast, weil darum geht es auch gar nicht. Ja? Ich möchte einfach nochmal mit dir zusammen festhalten, die Essstörung oder sagen wir das gestörte Verhältnis zum Essen und zum Körper, ja, ich verwende auch nicht so gerne den Begriff Essstörung, weil sich viele dann vielleicht damit gar nicht identifiziert fühlen, weil wir in unserer Gesellschaft halt so eine Vorstellung einfach haben von wie eine Essstörung auszusehen hat und wie nicht. Aber auch da möchte ich nochmal sagen, eine Essstörung ist eigentlich immer jegliche Form von gestörtem Essverhalten. Das heißt, wenn wir selber eigentlich nicht mehr intuitiv uns ernähren und irgendwie entweder Pläne brauchen oder wir essen aus emotionalen Gründen, vielleicht haben wir Übergewicht oder genau das Gegenteil, wir haben zu wenig Gewicht, egal was im Prinzip der Ausdruck ist. Essstörung bedeutet eigentlich nur, du hast ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Ja, das möchte ich nochmal einmal kurz sagen. Aber um jetzt mal zurückzukommen, das bedeutet, die Essstörung, die ist zu einem Zeitpunkt entstanden, an dem es dir nicht so gut ging. Ja, das halten wir nochmal einmal fest. Und das Ganze hat begonnen, vielleicht anfänglich mit einer ganz harmlosen Diät, vielleicht aber auch dem Wunsch, einfach besser auszusehen. Vielleicht wolltest du deinen Körper perfektionieren. Vielleicht ist das Ganze aber auch direkt übergegangen zu einem Essensdrang. Ja, stellen wir erstmal so ein bisschen nebenher. Es geht jetzt erstmal darum, irgendwann zu einem Zeitpunkt, wo das ganze Thema begonnen hat, wird es dir sehr wahrscheinlich nicht so gut gegangen sein. Ja, und wie gesagt, wie sich das Ganze jetzt ausdrückt, spielt erstmal gar nicht so eine große Rolle. Es geht mir in dieser Folge nämlich besonders darum, dich aus deiner Opferrolle rauszuholen und dich zurück zur Selbstermächtigung zu führen. Und dafür muss dir ein bisschen was bewusst werden. Und dafür muss dir auch klar werden, dass du dich damals ganz alleine dafür entschieden hast, einen neuen Weg einzuschlagen. Ja, egal wie der aussah. Ja, damals war es dir wahrscheinlich nicht mehr bewusst, aber es war deine Art und Weise, mit der Situation besser klarzukommen. Das heißt, du hast dir selber auf sehr, sehr vielen verschiedenen Arten geholfen und dein System hat sich eigentlich in einer Notsituation befunden und du wusstest halt damals einfach nicht, wie kannst du damit besser umgehen, als im Außen irgendwas zu schaffen, an dem du dich festhalten kannst, ja, auch wenn es paradox erscheint. Aber so hat sich das ganze Thema zu 1000% aufgebaut. Wie genau, ist nochmal eine ganz andere Sache, aber wie gesagt, das ist jetzt auch gerade gar nicht so wichtig. Ja, das heißt, egal welchen Weg du damals gegangen bist, Fakt ist, du hast einen Vertrag mit dir selber geschlossen, den es ohne dich niemals gegeben hätte. Ja, und in diesem Vertrag, dann da stand jetzt sowas drin wie, ab jetzt esse ich keine Süßigkeiten mehr oder ab jetzt mache ich jeden Tag Sport oder jetzt ziehe ich es wirklich durch, jetzt nehme ich ab oder jetzt werde ich eine tolle Figur bekommen, egal was in diesem Vertrag steht. Du hast diesen Vertrag selber gemacht. Ja, es kann auch sein, dass dein Unterbewusstsein oder dein Nervensystem einen Vertrag abgeschlossen hat, in dem dann zum Beispiel so stand wie, wenn es mir schlecht geht, hilft Essen mir, dass es mir besser geht. Ja, aber wichtig ist, dass du verstehst, dass niemand anders, außer du selbst, einen Vertrag mit dir selber aufgesetzt hat. Ja, du hast dir alles im Prinzip selber auferlegt. Ja, niemand hat sich hingesessen und hat gesagt, so, ab jetzt hältst du dich daran. Ja, das heißt, was ich dir sagen möchte, ist, dass du dir das Thema selber auferlegt hast und nur du damit die Macht und Kontrolle hattest und auch heute noch hast. Nur ist uns das in den meisten Fällen einfach gar nicht mehr bewusst, weil wir den Vertrag einfach gar nicht mehr verstehen. Und wir haben damals, ja, ich sag mal einfach das Kleingedruckte nicht gelesen. Weil in dem Kleingedruckten, da steht, dass du vergessen wirst, dass du überhaupt einen Vertrag mit dir selber geschlossen hast und dass du dich kaum noch daran erinnern wirst, wie es vor diesem Vertragsabschluss war. Und das liegt daran, du hast von niemandem erklärt bekommen, was du tun musst,
wenn du wieder aus diesem Vertrag rauskommen möchtest, weil du ihn jetzt beispielsweise gar nicht mehr brauchst. Ja, das bedeutet, du weißt nicht mal mehr, dass du einen Vertrag abgeschlossen hast und dementsprechend weißt du auch nicht, dass du diesen Vertrag wieder kündigen kannst. Ja, wenn du mir folgst oder wenn du schon mehrere Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du, ich liebe Metaphern und ich finde diese Metapher so perfekt, weil sie genau das ausdrückt, was es eigentlich ist. Ja, niemand anders außer du selbst hat dir diese Regeln auferlegt. Und wenn du jetzt wieder an den Punkt kommen würdest, ja, selbst wenn du es verstehen würdest, dass es eine Möglichkeit gäbe, den Vertrag zu kündigen, dann kann ich dir an dieser Stelle sagen, wahrscheinlich würdest du es nicht tun, weil du dadurch den kompletten Halt verlieren würdest und du hast bisher keinen neuen Vertrag. Da aber das Ganze zu deiner Identifikation geworden ist, würdest du ohne diesen Halt und ohne diese Identifikation heute gar nicht mehr wissen, wer du bist. Und bis du sozusagen bereit bist, das richtig loszulassen, musst du das zum einen erkennen, aber auch erkennen, dass du einen neuen Vertrag unterschreiben kannst. Und dieser Vertrag wäre wirklich mit dir selber und deiner Innenwelt. Und ja, lass uns da mal ein bisschen weiter in Metaphern reingehen. Ja, stell dir jetzt mal vor, du lebst in einer Wohnung. Ja, und du magst diese Wohnung überhaupt nicht und du fühlst dich da auch überhaupt nicht wohl und du kannst diese Wohnung noch so schrecklich finden. Ich verspreche dir an dieser Stelle, du wirst wahrscheinlich trotzdem nicht kündigen, ohne eine Perspektive auf eine neue Wohnung zu haben. Und du wirst lieber in dieser Wohnung bleiben, als halt obdachlos zu sein und auf der Straße zu leben. Und genau das kannst du auf deine aktuelle Situation übertragen. Ja, dazu kommt, dass du im Moment nur den Vertrag mit deiner Essstörung kennst, der dir halt damit den jetzigen und einzigen Halt gibt, den du halt überhaupt irgendwie kennst. Und dadurch hast du angefangen, dich damit zu identifizieren. Ja, und dabei ist es erstmal vollkommen egal, wie wenig du sie magst. Du hast momentan einfach keine andere Perspektive und kennst einfach gar keinen anderen Weg, der dir irgendwie das Gleiche oder was Besseres geben kann. Ja, ich weiß, es fühlt sich paradox an, aber es ist so, momentan ist das Ganze deine Identifikation und dein Halt. Und genau da liegt das Problem. Das Problem ist eigentlich nur das fehlende Wissen bzw. der fehlende Weg. Ja, nicht der Vertrag mit der Essstörung generell ist das Problem, weil du könntest kündigen, wenn du es wüsstest. Ja, und erst recht ist die Essstörung eigentlich nicht das Problem. Ja, ich glaube, wir sind auch alle schon an den Punkt gekommen, wo wir dachten so ab jetzt gehe ich einen anderen Weg. Ja, und vielleicht denkst du jetzt so, ja, aber da habe ich mich doch für einen anderen Weg entschieden. Ja, das Problem an der Sache ist nur, dass der neue Weg nicht richtig definiert ist. Ja, und du bist einfach gar nicht bereit an dieser Stelle auch die Kündigungsfrist einzuhalten und erstmal sauber zu machen. Ja, wir wollen jetzt irgendwie einen neuen Weg, wissen gar nicht richtig, wie der aussieht und wir haben auch gar keine Lust, irgendwie uns jetzt nochmal mit unseren alten Themen zu beschäftigen, sondern wir wollen jetzt am liebsten sofort, dass alles anders ist und das kann einfach nicht funktionieren. Ja, lass uns dann nochmal in unsere Wohnungsmetapher reingehen. Ja, gehen wir mal gedanklich zurück. Wir sind in der Wohnung, die wir eigentlich nicht mögen. Selbst wenn wir es beschließen sollten, wir kündigen jetzt. Ja, und ich weiß gar nicht, wo es irgendwie hingeht. Du wirst trotzdem nicht. Ja, du schreibst die Kündigung und du wirst trotzdem jetzt nicht einfach aus der Tür gehen, all deine Sachen drin stehen lassen, alles hinter dir lassen und abhauen und bist völlig orientierungslos und weißt halt gar nicht wohin. Ja, auch da musst du die Kündigungsfrist einhalten. Und in dieser Zeit, während die Kündigungsfrist dann läuft sozusagen, dann was machen wir denn dann? Wir bereiten uns in dieser Zeit auf einen neuen Weg vor. Das heißt, wir packen unsere Sachen, wir reinigen die Wohnung, wir entrümpeln, wir streichen, wir machen sauber etc. Und nach und nach machen wir einfach unsere Wohnung leer. Das heißt, wir haben in der Zeit, in der wir in der Wohnung gelebt haben, sehr viel angehäuft. Ja, wir haben viele Möbel, wir haben Sachen, wir haben so viel in dieser Wohnung und wir können das alles ja nicht einfach ignorieren und jetzt sagen so, jetzt bin ich weg. Und genau das schauen wir uns in der Zeit an, auch wenn wir beschlossen haben, ich gehe einen neuen Weg. Und je länger wir in dieser Wohnung gelebt haben, desto mehr gibt es wahrscheinlich einfach darin auch zu tun.
Und jetzt lass uns das Ganze wieder übertragen auf unseren Vertrag mit der Essstörung. Ja, wir befinden uns vielleicht schon sehr, sehr viele Jahre in diesem Vertrag und in dieser Zeit haben wir sehr, sehr viele Themen angehäuft. Ja, wir haben Gefühle verdrängt, wir haben Gewohnheiten etabliert, wir haben gelernt, dass Essen unser Nervensystem beruhigt, wir haben Verknüpfungen zwischen Essen und Emotionen aufgebaut, etc. Also all das, was wir in diesem Vertrag sozusagen mit der Essstörung aufgebaut haben, müssen wir auch erstmal wieder sauber machen. Und das wiederum bedeutet, dass wir uns für einen neuen Weg entscheiden können, aber trotzdem zu jeder Zeit eine Kündigungsfrist haben. Und wir können nicht einfach so aus dem Vertrag hüpfen und wir können uns nicht einfach entscheiden, so zu kündigen und jetzt bin ich weg und jetzt gehe ich den neuen Weg. Es gilt einfach davor, ganz, ganz viel sauber zu machen. Und genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns halt erstmal auf unser altes Fundament auch konzentrieren und das Ganze mal zusammenbrechen lassen und all das erstmal richtig verstehen. Vorher sind wir gar nicht in der Lage, irgendwie ein Neues aufzubauen. Und wenn wir das doch tun würden, dann würde es eher übertragen so sein, dass wir die neuen Themen sozusagen in unsere alte Wohnung schleppen. Ja, das bedeutet wiederum, wenn du jetzt für dich entschließt, ich ernähre mich ab jetzt intuitiv, aber du schaust dir gar nicht all die alten Themen an und schaust, warum das Ganze so aufgebaut ist und wie der Vertrag wirklich aussieht, und du hast auch nicht gekündigt und du weißt auch gar nicht, wo es jetzt hingeht, du beschließt jetzt einfach nur, ich ernähre mich intuitiv, völlig losgelöst von all den Themen sozusagen, dann schleppst du halt höchstens neue Themen oder Gedanken halt in deine alte Wohnung rein. Und das kann einfach nicht funktionieren. Um überhaupt eine neue Wohnung beziehen zu können, musst dir erstmal bewusst sein, dass du aus der alten raus möchtest und was dafür nötig ist und welchen neuen Vertrag du überhaupt abschließen kannst. Und genau da liegt das Problem. Und das ist der Grund dafür, wieso wir das Gefühl haben, dass die Essstörung eigenständig ist und wir Opfer der Situation sind. Ja, wir verstehen ja nicht mal, dass wir alleine diesen Vertrag geschlossen haben und dass wir auch alleine jederzeit beschließen können, zu kündigen. Aber wir wissen ja nicht einmal etwas von dem Vertrag und dementsprechend haben wir auch nicht das Gefühl, dass wir austreten können. Und wir wissen gar nicht, was dafür nötig ist und wir wissen auch nicht, wo wir stattdessen hin wollen. Und da liegt das Problem. Unser Problem ist einfach Unwissenheit und der falsche Umgang mit uns selber und der Essstörung. Die Essstörung an sich ist nur so lange so mächtig und so stark, bis wir begreifen, dass wir alleine die Beziehung verändern und beenden können. Und der allererste und wichtigste Schritt dafür ist überhaupt, aus der Opferrolle rauszukommen und nicht die Essstörung dein Leben bestimmen zu lassen, sondern zu erkennen, das Problem ist der fehlende Umgang mit ihr. Ja, den verknüpften Themen und dadurch natürlich auch mit dir selber. Ja, und deswegen bitte ich dir wirklich von ganzem Herzen, die Identifikation nach und nach fallen zu lassen. Ja, du bist nicht deine Essstörung. Und sie hat nur so lange Macht und Kraft über dich, solange du das zulässt, bis du dich entschließt, wirklich etwas zu verändern. Und du wünschst dir, wenn du mal richtig, richtig ehrlich zu dir bist, wünschst du dir, dass sich irgendwann irgendetwas verändert. Und du bleibst so in der Rolle, dass du weinst, dass du jammerst, dass du meckerst, du beschwerst dich und du verteufelst die Essstörung, anstatt die Augen dafür zu öffnen, dass nur du alleine etwas verändern kannst. Und deine Essstörung hast du dir selber auferlegt, auch wenn es hart ist, sich das einzugestehen. Aber nur du alleine und dein System haben irgendwann mal beschlossen, diese Essstörung zu brauchen. Und dementsprechend kannst auch nur du alleine dich wieder davon lösen. Ja, und das funktioniert aber so lange nicht, solange du einfach in deiner alten Wohnung bleibst, in der du dich nicht wohlfühlst, aber dich stattdessen darüber beschwerst, dass es dir dort nicht gut geht. Und dann irgendwo erwartest, dass irgendwer von außen kommt und vielleicht diese Wohnung reinigt oder so. Das kann einfach nicht funktionieren. Du wirst dich immer nicht wohl in dieser Wohnung fühlen. Und erst an dem Punkt, an dem du es wirklich nicht mehr länger akzeptierst, und damit meine ich wirklich nicht mehr akzeptierst, dass du dich dort einfach nicht wohlfühlst und dann wirklich beschließt, in eigener Verantwortung
etwas zu verändern? Kann sich überhaupt etwas verändern? Und das kann niemand anders für dich tun. Niemand wird einfach von außen kommen und dich retten, bevor du nicht all das erkennst und siehst, dass nur du in der Lage bist, etwas wirklich zu verändern. Und deswegen bitte ich dich wirklich von ganzem Herzen, aus dieser Opferrolle rauszukommen und zu erkennen, dass nur du die Entscheidung treffen kannst, wirklich etwas zu verändern. Aber bitte hör auf, gegen den Ausdruck der Essstörung anzukämpfen. Ja, die Essstörung ist nur ein Ausdruck von etwas, was du dir selber mal auferlegt hast, um besser mit Situationen klarzukommen. Ja, weil solange du das tust, bringt es leider niemandem etwas und stärkt einzig und allein die Identifikation, die du dir damit aufgebaut hast. Ja, und ich weiß, dass du dafür sehr, sehr ehrlich zu dir selber sein musst. Aber wenn du das tust, dann erkennst du plötzlich all das, was ich gesagt habe und siehst auch, dass einzig und alleine du etwas verändern kannst und dass das Thema nur entstanden ist, weil du dich dafür entschieden hast. Und damals halt dein System nicht anders wusste, wie es damit umgehen soll. Ja, und auch wenn die Folge jetzt ein bisschen härter war und du sehr, sehr, sehr ehrlich zu dir selber sein musst, ist es mir einfach wichtig gewesen, dir Bewusstsein dafür zu geben, dass du ganz alleine entscheidest, wie dein Leben weitergeht. Alles liegt zu jeder Zeit in deiner Hand. Und ich wünsche dir wirklich das Allerbeste auf deinem Weg und ich schicke dir unendlich viel Kraft und Liebe. Und ich sage es ja auch nach jeder Folge, schreib mir sehr, sehr gerne auch auf Instagram, wenn du Fragen hast oder irgendwas mit mir teilen möchtest. Und ansonsten hoffe ich, dass die Folge dir ein klein wenig die Augen öffnen konnte und du jetzt, ja, nach dieser Folge dich vielleicht ein wenig zurückziehst, dir Zeit für dich selber nimmst und mal richtig knallhart ehrlich zu dir bist. Okay, in diesem Sinne, ich wünsche dir einen wundervollen Sonntag und ich sag mal, bis nächste Woche zur nächsten Folge.